Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Der Fluch der Pharaonen. Und wir machen jetzt ganz kurz mal am Anfang der Folge hier die zwei Fragezeichen. Das sieht schon mal aus wie, genau, wie so eine Garnison. Dieser Ort wird schwer bewacht. Oh, hier gibt's Pfeile. Ah, da sind schon zwei Sachen, die wir suchen. Hey! Hey, was? 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 Hey! Geh mal raus, ich seh dich um. Hab ich gesehen. Irgendwas! Hey! Bloß nichts riskieren. Glaubst du, das war ein Teil eines... Was? Ich hab doch... Friss das, du Ratte! Das war's! Stirb! Jetzt ist gut! Kein schwerer Schuss! Alter, das rennt nicht... What? Ich hab das Ziel in sich! Warte, steht der in der Mauer jetzt? Der steht jetzt wirklich in der so Mauer. So langsam! What the fuck? Okay, ignorieren wir es einfach. An den Hauptmann meiner Seele. Hauptmann. Wie kalt dieser Titel klingt. Entschuldigung. Genau. Und doch haben wir uns noch vor 3 Wochen so angeredet. Doch auch damals schon haben wir deine kräftigen... Entschuldigung, ich muss kurz mal gucken, wer immer noch diese Kampfmusik kommt. Nochmal. Schon damals haben wir deinen kräftigen Handdruck und deinen unbeugsamer Blick verraten, dass ich einen außergewöhnlichen Mann getroffen habe. Diese Woche sind nun von Juwelengürtel meines Lebens. Jeden Tag ein Edelstein. Deine zwangslose Herausforderung, ein schicksalhafter Jagd und deine verwunderte Ferse. Und später dann das Geräusch der... Ich töte dich! Das Geräusch der Wellen, die gegen unsere Felunke schlugen, nachdem wir satt waren. Hauptmann, in der Tat, du bist der Hauptmann meiner Seelen. Atames, Strategus von Jaib Jebu. Interessant. Oh, dann kommen wir ganz leicht über die Mauer. Hier ist Öl im Wasser? Ja, da war Öl im Wasser. Haben wir mal vernichtetes Öl. Guck mal, das Boot kommt doch bestimmt gleich zu uns, oder? Ja, da lenkt es schon ein. Danke, Leute, danke, danke, danke. Ich brauch dieses Boot. The fuck? Hallo, da hab ich gar nicht gesehen. Ich kann auch rückwärts fahren, genau. Ich hab den Mast hier gar nicht gesehen gehabt.
Okay, wie viele Schätze brauche ich denn hier? Eine, zwei. Vielleicht sogar drei. Zwei. Die Tempelstadt da hinten sieht aus wie... Es muss leider sein. Also sieht tatsächlich aus wie ein Tempel. So ein Grabmal oder so. Guck mal, mit Sicherheit auch noch hin. Ist direkt hier. Ich fahre jetzt hier hin. Und danach suchen wir die beiden weiteren Statuen, die wir noch suchen. Aber ist hier nur noch eine Person drauf? Waren es nicht mal zwei? Oh, ich glaube, da ist jemand von Bord gegangen. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ich schließe dich auf. Animation immer so ewig lange dauern muss. Stirb endlich! Ich könnte deinen Tod ganz genüsslich in Szene setzen, aber ich habe Besseres zu tun. Komm doch her. Dann nicht. Was muss ich denn überhaupt machen? Schatz finden. Also. Gefunden. Ich will lesen, was da steht. Jetzt. Er zieht uns nicht. Mein blauer Lo. Stirb, du Wurm! Ja! The fuck? Okay. Mein blauer Lotuswein. Deimos, warum dauert mein letzter Bestellung so lange? Du hast mir versichert, dass du ein zuverlässiger Mann bist und ich habe das Doppelte bezahlt, damit sie schneller geliefert wird. Trotzdem haben die Priesterinnen am Tempel sie noch nicht erhalten. Einer von ihnen, Saab, hat mich beschimpft. Er hat die seltsame Idee, dass Sobek dein Schiff verschlungen hätte. Aber ich weiß, dass es in Theben vor Anker liegt. Also wo bleibt mein verdammter Wein? So, war das Fragezeichen jetzt hier fertig? Ja. Hey, was? Puh, ich spawn ganz schön oft in letzter Zeit. Wo ist denn der? Ja, den ignoriere ich jetzt erstmal. Oh. Entzünde die Mutter mit deinem Feuer. Geschwärzt und verbrannt, aber noch erkennbar als die große Mutter. Amun, beschütze mich. Danke, Neb. Du hast mich vor dem Zorn des Herrn von Theben bewahrt. Das war die zweite und jetzt noch zur letzten. Also hier muss ich natürlich erstmal Sendung rufen, genau.
Im Wasser? Oh. Natürlich müssen wir ins Wasser. Oh Gott, das sind Krokodile, oder? Nee, ist ein Nilpferd. Shit, das hat mich gesehen. Ja, ich muss erst gegen das Viech kämpfen, okay. Priesterin wird die Opfergaben zurückhaben wollen. Egal in welchem. Egal in welchem Zustand. Ja, hier. Redet ruhig. Ertränke den Vater in deinen Tränen. Nein, das will ich nicht. Ich bin einfach nur weg. Ich würde nämlich Getze, bevor wir zurück zum Tempel gehen. Die Priesterin wird die Opfergaben zurückhaben wollen. Egal in welchem Zustand. Genau. Ich finde manchmal ein bisschen blöd, dass das Gespräch abgebrochen wird, wenn zum Beispiel sowas wie ein Kampf ist. Und er danach das nochmal führen muss. Ist das ein Lager? Ja, das ist aus wie ein Lager, oder? Mit den Bannern. Achso, ein Geier. Bleib halt! Okay. Bleib stehen! Okay, ich bleib stehen. Du da! Halt! Verdammt! Hey, was? Nicht ins Feuer! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Mal. Geliebte Schwester, ich schreibe dies mit schwerem Herzen. Ich ging wegen der Abenteuer zur Armee, um die Felder hinter mir zu lassen und das neue Leben zu beginnen. Ich wünsche, ich wäre geblieben. Was wir den Toten antun, wie wir sie schänden, macht mich krank. Es fing mit gestohlenen Statuen und Gold aus den Gräbern an, um unseren mageren Sold aufzustocken. Doch nun verbrennen wir sie, verwehren ihnen die Reise ins Jenseits und versieben ihre Asche nach Schätzen. Osiris, vergib mir, Schwester, vergib mir. Ich werde diese verbrannten Bündel den Rest meines Lebens riechen. Dein nicht liebender Bruder Hamdi. Okay, damit würde ich mal sagen, haben wir sowohl das untere Gebiet, beziehungsweise dieses Thebes Nomis, heißt es, abgeschlossen und Theben selber auch. Mit allen offenen Punkten, meine ich, also alle offenen Quests und so weiter. Port, dahin. Ereni inif kranio, watchas neferu, haniti ementio. Ah! Kabine? Ha amun, seti erdeni.
Ihr wenn das Relikt aus einem Grab gestohlen wurde, aus dem Leid von muss Theben. Jemand den Dieb kennen. Man verdient sich seinen Lebensunterhalt ehrlich. Man stiehlt nicht. Der Verborgene wird euch aus dem Schatten bestrafen. Euer Plunder und die Tinkturen helfen nicht gegen den Fluch. Ist ehrlose Seelenverkäufer. Sie sind die Plage von Theben. Das mag sein. Aber ich habe den Dieb und die Opfergaben gefunden. Er stahl sie für einen Anhänger des Echnaton. Der heretische Pharao? Sind die Verantwortlichen tot? Der Anhänger schon. Der Dieb stürzte, als er aus dem Tempel floh. Du kannst ihn auf dem Gelände finden. Diese Seuche verpestet alles, was sie berührt. Aber hab Dank, Bayek von Siva. Möge das Licht deine Dunkelheit erhellen. Geh mit dem Segen des Verborgenen. Mhm. Ich brauche ein paar Dinge für etwas, woran ich arbeite. Da du ja oft durch die Wüste reist, kannst du sie vielleicht für Räder finden. Was brauchst du? Eisen. Eisen. Was ist denn, wenn ich hier so ein... Drei Eisen. Nur Holz. Bronze. Bronze. Gibt's hier vielleicht noch ein bisschen Eisen? Hier gibt es wahrscheinlich nur Holz, wa? Ja, gibt alles nur Holz. Ja, mir fehlt noch ein bisschen Eisen, aber das können wir dann später irgendwo einsammeln. Dann muss ich mal gucken. Warte mal, er hat mir gerade angezeigt, dass hier eine Quest in der Nähe ist, wa? Ja, das machen wir, wie gesagt, nebenbei. Untersuche den Schwarzmarkthandel. Sprich mit den Händlern auf dem Markt von Theben, genau. Das sollen wir auch noch machen. Wo ist denn diese Quest? Da drüben. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier weiter, bevor ich ins nächste Gebiet gehe. Und ich hatte recht. Wir kommen hier auf jeden Fall hin und das ist dann tatsächlich der nächste Schritt von der Hauptquest, so wie es aussieht, der uns dahin führt. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwie hier nach unten geführt. Man sieht ja bei den Gebieten auch immer irgendwie empfohlene, ich glaube empfohlen und Gegnerlevel, glaube ich. Und rein davon her kann ich vermuten, dass wir irgendwie so vielleicht laufen. Mal schauen. Genau, aber wir machen trotzdem erstmal jetzt die Quest. Glücksspieler, Griechen und Diebe. Mertes Information für Bayek auf dem Schwarzmarkt, wo der Handel mit aus Gräbern gestohlenen Relikten floriert. Willkommen, Senny, bei Siamuns Raritäten. Suchst du etwas Besonderes? Ich führe die seltensten Güter in ganz Theben. Ein Artefakt aus den Gräbern. Solche Schätze kosten das Vermögen eines Pharao. Aber nicht hier, Neb. Die Soldaten sind dumm, doch ihre Schwerter sind scharf. Komm. Wie nicht der erste viele Händler machen Geschäfte mit Fremden. Und warum nicht? Ich erwartet, dass der erste uns gleich... Du bist im Herzen des Schwarzmarktes. Relikte gibt es überall. Vertrauen findet man selten, aber vertraue Siamun. Nur dir von allen Händlern? Viele würden einen Neuankömmling in Theben übervorteilen. Einen, der so viel Geld dabei hat. Du musst sehr vorsichtig sein, ne? Der Typ ist mir ein bisschen suspekt, möchte ich mal so andeuten. Und der läuft doch sehr langsam.
Dude. Ach, okay. Los! Hey! Ist das doch. Eins. Zwei. Und drei. So, du Arschloch. Versuchen wir es nochmal. Ich suche nach einem Artefakt aus den Gräbern. Oh, das Artefakt. Ja, ja, nur Irsu darf davon nie erfahren. Irsu? Du weißt wirklich überhaupt nichts, nicht wahr? Ich weiß, wie man einem Mann die Kehle aufschlitzt, bevor er um Hilfe rufen kann. Es gibt da eine Auktion. Sehr exklusiv. Ich wollte teilnehmen, aber Irsu und ich sind uns nicht sehr zugeneigt. Wo bekomme ich eine Einladung? Tahimet hat eine. Die Historikerin. Ich habe versucht, sie ihr beim Würfeln abzunehmen. Wir spielen auf einem Dach nördlich von ihr. Bei Horus, mehr weiß ich nicht. Bitte lass mich leben. Weiß ich noch nicht, ob ich dich leben lasse. Vielleicht komme ich später nochmal zurück. Na, guck mal, hier kann man aber wenigstens noch was plündern. Die Natter frisst sich selbst. Stück für Stück. Der Skarabäus versinkt im Sand. Tja. Käferscheiße aus einem Eselarsch, was soll das? Ich würfel nochmal, hä? Wenn ich verliere, werde ich dir das Doppelte geben. Aber gerne. Ich weiß, dass du eine Einladung hast. Oh, lass uns darum spielen. Ich habe Geld. Vielleicht möchte ich die Einladung behalten. Schon mal dran gedacht? Ich garantiere dir, du kannst sie nicht mehr wollen als ich. Bitte. Meine Mutter, sie ist krank. Sie hat nur einen Wunsch. Dein Onkel ist ein besserer Lügner. Was will der Schläger hier? Gehört er zu dir? Hab ihn noch nie gesehen. Ha! Bezahlweib! Du betrügst! Genau wie bei ihm! Ich wusste es! Wieso? Was ich jetzt gehen? Feuerst du schon Schläger an? Du solltest gehen, solange du noch kannst. Nie im Leben! Oh, da ist ja noch einer. Ich hab mein ganzes Geld verloren, hä? Nep? Bayek. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Informationen. Und deine Einladung. Zu Irsus Auktion? Du hast gehört, was ich diesem Schwachkopf Sutek gesagt habe. Der hat dir auch nicht das Leben gerettet, Tahmet. Na gut. Das wird mir sowieso alles ein wenig zu heiß. Grabschändungen, Flüche. Pharaonen stehen von den Toten auf. Was will denn Irsu verkaufen? Was immer es ist, es brachte diesen Fluch über uns. Hör zu, Irsu ist ein Gauner. Er und seine Kumpanen fanden das Grab von Nofretete und stahlen etwas daraus. Und nun will sie es zurück. Niemand verdient den Tod mehr als dieser Mistkäfer, aber sie will uns alle. Die Einladung findest du in meiner Villa, am Eingang zu Karnak. Nimm sie dir. Wenn die Götter dich lassen. Die Götter? Was? Wirst schon sehen. Ich muss zu einem Spiel auf der anderen Seite Thebens. Mögen die Würfel dir gnädig sein, Bayek.
Wenn die Götter es wollen, okay. Die Diebe im Westen haben uns diesen Fluch eingebrockt. Die Diebe im Westen. Das sind auch wir. Wir kommen da aus dem Westen. Die Villa der Spielerin. Vielleicht sind Tahemits Gemächer unter was versteckt. Das ist von Mehen, dem Spiel der Schlange. Das habe ich früher mit Aya gespielt. Fallen der Baumeister. Genial. Einige der Maßnahmen, mit denen die Baumeister die Mastaba vom Plündern schützen wollen, sind unglaublich. Geheime Passagen, Gruben, falsche Kammern. Ich habe sogar von Plattformen mit Seilen und Flaschenzügen gehört, die man richtig benutzen muss, um die Schatzkammer zu erreichen. Ja, das kenne ich. So, hier oben ist nichts. Was hat Tahmet noch gesagt? Wenn die Götter dich lassen. Rätselgedicht. Götter achten die Skarabäen, der mit den Doppelfedern unerschrockener Herr von Theben. Schakal beugt Schakal. Unter ihnen genagen Kiefer der Käfer, glänzend und golden. Das sieht ja aus wie ein Rätsel hier. Räder. Vielleicht kann man die Statuen drehen. Ja, gleich bei gleich. Gucken wir mal. Nehmen wir es hier erstmal nicht. Sie drehen sich alle in eine Richtung. Schakal beäugt Schakal. Ach, guck mal, die da hinten, die dreht sich mit. So. Ah, wow. Wow. Das war's. Sind sie das schon? Wie die Sphäre von Siva. Wie viel mehr Blutvergießen und Wahnsinn wird diese bringen? Wir wissen, was hier noch war. Ich muss schnell zu der Insel, bevor das Relikt verkauft wird. Kann ich mir die anderen Sachen jetzt nicht mehr angucken? Schade. Aber gut, vielleicht hat er da auch immer nur gesagt, nee, das ist nicht das Richtige. Und weiß es nicht. Wie kommt die alte, korpulente Frau hier endlich rein? Ja, gut. Wo müssen wir hin? Da drüben auf die Insel, okay. Gibt es da eine Möglichkeit? Nee, da gibt es keine Schnellreisemöglichkeit. Dann müssen wir am besten erstmal zum Wasser. Und uns ein Boot klar machen. Hammer. Manchmal bist du echt nicht der Hammer. Interessant ist, dass ich noch keine Papyrusrätsel gefunden habe. Ich frage mich gerade, ob es überhaupt Papyrus... Oh nice, der ist direkt vor uns. Ob es hier Papyrusrätsel gibt, in dem die jetzt hier... Guck mal, da rennen auch schon die Leute weg. Wieder einer mit Sperren. Hm.
Können wir kurz das ausprobieren? Den ewig, schon lange, nicht mehr benutzt. Leichten Bogen haben wir gerade benutzt. Kriegsbogen war das mit dem Aufladen. Das macht auch keinen Schaden. Dann muss ich, glaube ich, im Nahkampf bleiben. Nein! Oh Mann! Oh, ich wollte doch. Ich muss schnell zu der Insel, bevor das Relikt verkauft wird. Gott, wie ich sowas hasse, ey. Kurz vorm Tod. Und danach despawnen die immer. Das ist scheiße. Ja, wahrscheinlich hätte ich beim Schwert bleiben sollen. Ich wollte nur halt noch mal ein bisschen Abwechslung benutzen. Nicht immer nur das Schwert. Leider machen die Bögen halt keinen Schaden wirklich. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ach, ich darf gar nicht an der Auktion teilnehmen? Oh, wir müssen uns hier durchschleichen. Warum sind die auf einer Landbereitschaft? Stirb, du Sau! Erbärmlich! Oh, hey! Treffen jetzt. Kämpf mal. Deine Zeit ist um. Ihr macht das schon, wa? Ich plündere da gerne mal. Wo ist das hier? Oh, sind die Krokodile tot? Alarm! Angriff! Dafür lasse ich dich leiden! Ja, das ist es wahrscheinlich. Das Relikt wurde ersetzt durch einen angebissenen Apfel. Der Dieb hat Sinn für Humor. Stimmt, sehe ich jetzt erst. Da ist ein angebissener Apfel auf dem Ding drauf. Wie geil ist der denn? Gedungene Schläger. Wo sind die Händler, die sie beschützen sollten? Jemand ist von der Auktion geflohen. Sie haben Gefangene. Der hier starb, bevor sie ihn ins Boot schaffen konnten. Wo sind die hergekommen? Vielleicht von dem Anleger am anderen Ufer. Ah, müssen wir jetzt auch ans andere Ufer? Die Auktion war in vollem Gange, als die Soldaten eintrafen. In dem Chaos sah jemand die Gelegenheit, sich das Relikt zu nehmen. Aber waren es die Soldaten oder jemand anderes? Die Leibwächter haben sie getötet. Die Händler nahmen sie gefangen und brachten sie über das Wasser zu Hatschepsuts Heiligtum. So oder so, die Spur des Relikts führt dorthin. Okay.
Also haben wir jetzt beide Questions darüber führen quasi. Richtig? Richtig. Auch dahin? Moment. Die war doch auch hier, oder? Ja, die sind beide hier. Oh, cool. Ja, dann müssen wir jetzt darüber, würde ich sagen. Und die haben wir jetzt erstmal alles abgeschlossen, weil die dritte Quest, die wir offen haben, ist ja diese... In WoW würde ich sie Meta-Quest nennen, weil die, wenn ich es richtig verstanden habe, erfüllen sich die Punkte ja hier automatisch, wenn ich quasi die Beinquest habe. Richtig? Richtig. So, wie komme ich am schnellsten dahin? Ich gehe einfach hier rüber, wa? Und dann reite ich nach oben. Und das Boot haben sie ja auch schon bereitgestellt für mich. Perfekt eingepackt. So, und dann herzlich willkommen auf der anderen Seite. Hier waren wir noch nicht. Da würde ich mal interessieren, tatsächlich... Oh, Rot kaputt gemacht. Da würde ich mal tatsächlich interessieren, wie viel Prozent wir schon haben. Karte. So, jetzt haben wir hier auch entdeckt. Da ist ein Schnellreisepunkt. Da oben ist noch eine Quest. Aber wir gehen dann, wie gesagt, erstmal hier runter, würde ich sagen. Wo wir eigentlich natürlich auch erstmal hier hochgehen könnten. Um den Schnellreisepunkt zu klären. Mal gucken, ich gehe erstmal hier hin. Nee, was ich gucken wollte, ist, wie viel Prozent wir schon haben. 18%, okay. Klingt nicht nach viel, aber ich glaube, dass es, wie so in den meisten Rollenspielen so ist, dass Nebenaufgaben, die meistens irgendwie 80 oder sagen wir 70% des Spiels sind, irgendwie nur 40% der Spielfortschritt sind und die restlichen, die sich 20, 30% Hauptstory, dann die restlichen 60, 70% Spielfortschritt ausmachen. So ist es ja meistens. Was sind wir hier? Kommandanten und Schätze. Da ist Kommandant, da ist der zweite. Da ist ein Schatz und da ist ein Schatz. Okay. Die noch ausgerüstet? Ja. Ja. Der guckt nicht in unsere Richtung. Der guckt in die Richtung. Das, du Ratte! Das ist Schatz. Osiris wird dir nicht gnädig sein, du Bastard. Ich hab drei Schussbahnen! Ein leichter Schuss! Was? Bin in Reichweite! Nicht weg, Schwachkopf! Ich vergesse nie ein Gesicht, außer deins. Ich hab freie Schussbahn! Dich zu töten wird meine erste gute Tat heute. Das nächste Gesicht, das du siehst, wird grün. Wieso grün? Das verstehe ich nicht. Erklär deinen Witz, ich verstehe es nicht. Du bist ja schon tot. Ist ja so unlustig, dass du gestorben bist. Jetzt. Stirb. So. Die nächste.
kann dir nicht ausweichen gerade. Ich dachte, eine Animation war. Stirb endlich! Ist jetzt noch. Alter. Du kannst nicht fliehen! Friss das, du Ratte! Das, Alter, wie viele kommen denn da noch oder respawnen die gerade? Jetzt wird's langsam nervig. Hey, hier gibt's ein Problem! Dafür lasse ich dich leiden! Ich hab das Ziel in Sicht! Immer noch nicht? Wer hat mich in Sicht? Du! Da bist du! Boah, okay, das hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Und vor allem, als ich erwartet habe. Okay, das haben wir auch. Wie gesagt, ich rette, glaube ich, jetzt mal. Oh, hier sind ja voll viele Fragezeichen oben. Dann mache ich das später. Dann reiten wir jetzt mal hier. Weil wenn da so viele Fragezeichen sind, könnte es sein, dass wir dafür eine Quest hin müssen. Obwohl da auch oben natürlich eine Quest ist. Aber wir können auch erstmal hier zu diesem Tempel. Oh. Denn uns erwarten ja hier eh zwei Quests. Cool aus. Okay, das ist auf jeden Fall eine Festung. Ich gehe mal kurz hier hin, weil hier ist auch noch ein Fragezeichen. Aus dem Weg! Gib den Weg frei! Bestimmten Schatz. Ja. Wow, was? Du hättest nicht herkommen sollen! Hey! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Treffe ich! Kein schwerer Schuss! Alarm! Hier drüben! Ein einfacher Schuss! Ich hab das Ziel in Sicht! Ein Schnitt! Ich krieg dich! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Wow! Und schnell wieder weg. Kochen dir? Ja, heilt mir. Ja, ich bin die Sigiriet. Wow. Verflucht noch eins. Vor uns ist ein Dings gespawnt. Nicht zusammengearbeitet? Hä? Seit Jahren nicht. Er so ist eine widerliche Made, der seine eigene Mutter töten würde. Wow. Ha! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist was anderes. Sie hat angefangen. Wer hat dich geschickt? Dieser Bastard, ihr so! Schlitze ich auf! Das ging einfach.
Da habe ich mehr ein erwartet. Verschlüsseltes Verzeichnis der Artefakte aus den Pharaonengräbern. Und das. Tychon versteckt seine gestohlenen Schätze im Tempel der Hatschepsut. Oh. So, das lesen wir uns aber trotzdem nochmal schnell durch. Boah, so viel Neues. Das meiste kennen wir ja. Tychons Aufzeichnungen. Ein Halsband aus Gold, besetzt mit Türkis. Lapis Lazuli, Carnelion. Es zeigt Horus. Oder vielleicht Konos? Nee, Kons? Statuen der Göttin Hethor und den großen Amun verschiedene. Schlangenarmband, Gold, goldene Statue der Amun-Aufbewahrung. Okay, das ist nichts Interessantes. Was ist das? Seine Klinge. So, aber ich will jetzt erstmal den Kampf hier machen. Ich bring dich um! Ich treffe ihn! Shit, ich wollte den treffen. Alter, das hat Schaden gemacht gerade. Ich glaube, gegen den Schwertträger sollte ich auf jeden Fall am Schwert bleiben. Achtung! Okay, geht das jetzt? Nice, das ging. Ich glaube, gegen den könnte man vielleicht sogar die Waffe behalten. Wie viel das abzieht. Ich kann ihn treffen. Stirb, du Sau. Alter, kann diese... Nein, ich will keinen Fokus machen. Also kann man mal aufhören, immer einen anderen Gegner anzusehen. Es ist Zeit für dein nächstes. Kein schwerer Schuss. Bin in Reichweite! Es ist unehrenhaft, so leichte Beute zu töten. So wirst du mir nicht entkommen. Ich bring dich um! Eingeweide raus! Ich kämpfe mich jetzt erstmal durch, bis ich aus dem Kampf rauskomme. Irgendwo werden ja dann schon noch die Generäle sein, die wir töten müssen. Sie lokalisiert. Danke, Senno. Wo denn? Ah, da hinten. Ah, eine Waffe. Eine mit schnellerem Angriff, würde ich sagen. Und die uns wieder hochheilt. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Wo? Ich erlege ihn. Nice. Was? Hey, wer bist du? Hey, mein schlimmster Albtraum. Da bist kommt du, keiner. Hey, hier gibt's ein Problem. Alter, ja, du bist mein scheiß Problem. Hey, es gibt Ärger! Mist, es gibt Ärger! Weg. So, haben wir es jetzt? Erstmal. Gut. So, da ist unser Ziel. Da ist ein Schatz. Wie viel brauche ich? 4. Da ist ein General, da ist ein General. Da ist ein Schatz. Das ist gut. 1, 2. Da ist der dritte Schatz. Die drei Generäle habe ich auch schon. Mal ein Schatz, zwei Schätze, drei Schätze, ein Schatz fehlt noch. Glaube ich jedenfalls. Ich sehe nämlich keinen mehr.
Was? Sagte er und starb. Ja, wo zur Hölle ist der Schatz? Bin ich blind? Da, oh, dahinter. Hier bin ich richtig. Kohlenstoffkristalle, die brauche ich doch gar nicht mehr. Ich grüße dich, Erschaffer von allem, Schöpfer von allem Leben, König aller Götter. Ich grüße dich, Amun-Re, Herr aller Throne dieser Welt. Ja, ein Stück von alle Spuren führen zu Echnaton, der bei den großen Pharaonen begraben wurde. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Den Schlachthelm des Lieblingsrosses von Ramses dem Großen aus der Zeit seines Sieges im Theben. Fasst ihn nicht an, schon gar nicht du, Sufem. Der Heeresanführer ist immer noch außer Sicht wegen der fehlenden Büste von Nofretete. Kann man auf jeden Fall ein bisschen was plündern. Das ist gut. Wo komme ich wieder raus? Da. Alarm! Alarm! Ja, ihr habt die Leichen gefunden, ich weiß. Nein! Oh, Bayek, wirklich? Ernsthaft? Tu mir das nicht an. So, jetzt gucken wir mal. Du? Nummer 1. Ah, da unten ist noch der Schatz. Jetzt sehe ich ihn. Nummer 2. Das ist die Frage, wie komme ich da runter? Wo war denn der dritte Anführer? Ich glaube, der war auch in die Richtung irgendwo. Gerade ob hier noch irgendwo ein Weg nach unten ist oder so. Ich vergoss Blut für dieses Relikt. Oh, was ist das? Es gehört rechtmäßig mir. Oh. Wo ist das Artefakt? In meinem Arsch. Provozier mich nicht. Mein mieser Neffe hat es. Aber er weiß nicht, wo das Grab ist. Dann sag es mir. Frag die anderen. Die wissen besser Bescheid. Welche anderen? Mit wem arbeitest du?
Erfülle meinen Wunsch und töte mich. Ich bin sowieso erledigt. Nein, 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 nein. Hey, wo finde ich deinen Neffen? Meine Leute jagten ihm in westlicher Richtung nach. Ich hätte ihn mit seinen Eltern töten sollen. Die wollten mich verraten. Er wollte es. An den Heeresführer. Den Heerführer. Wir haben den gefangenen Grabräuber verhört. Er ist sehr stur. Ich musste ihn erst mit der Zange drohen, damit er uns den Standort ihres Lagers verriet. Es befindet sich im nordöstlichen Teil des Tals, falls du einige Männer dorthin schicken möchtest. Willst. Okay, wir kommen dem Schatz auf jeden Fall näher. Okay. Warum auch immer du hier rumstehst. So, da ist der. Dann war hier unten noch ein Schatz. Und wo war denn der letzte Schatz? Da hinten. Warum keine Wachen sonst? Geil. Guck mal, wie er da sitzt und Ausblick hält, Alter. Hey, was? So, der letzte Schatz da unten. Dann sind wir mit der Festung fertig. Du hast mich nicht gesehen. Was? Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Spring! Pass auf! Ich deck dich. Verdammt, Vajek. Da. Was hast du hier verloren? Nice. Es ging doch relativ schnell. Dadurch, dass wir nebenbei noch die beiden Hauptquests hier drin gemacht haben. Hauptmission. Dann... Attentat mal dich noch und dann renne ich noch aus der Festung raus. In sicheres Gebiet quasi. Beziehungsweise ich gucke mal jetzt kurz, wo wir hin müssen. Ha, siehst du, wir müssen nämlich da hoch. Ich wusste es doch. Die andere Quest? Nein. Die andere Quest? Wo ist die? Auch da oben. Sind beide da oben? Irsus Männer verfolgen ihn nach Westen, vermutlich nach Sadmat. Erreicht das Grab von Echnaton. Cool, die sind beide da oben, die Quests. Ja, wissen wir ja, was wir in der nächsten Folge machen können. Und zwar da hoch. Ich habe auch schon auf der Minimap gesehen, eben. Wenn man da in die Richtung guckt. Okay, jetzt sieht man es nicht, weil wir wahrscheinlich nicht nah genug dran sind. Aber auf jeden Fall warten dort noch... Wo bist du gespawnt? Warten da noch... Goldene, glitzernde Fragezeichen auf uns. Das heißt, es gibt entweder Gräber oder Sternbilder hier. Oder vielleicht was Neues. Man weiß es nicht. Wird jetzt schon entfernt. Okay, ich würde sagen, wir beenden die Folge noch nicht. Ich würde gerne nochmal den Schatten töten. Wie gesagt, ich würde ja gerne die Upgrade-Materialien haben und wir müssten theoretisch bald bei 20 sein. Ich glaube, wir haben
15, wir kriegen mal 3, wa? 15, vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger. Wow. Interessant ist immer dieses Glitzern hier drum. Als ob hier irgendjemand... Stirb, du Wurm! Als ob hier jemand quasi, irgendwas ausschüttet, das den Anschein hat, dass hier so Halluzinationen sind oder so. Und wenn wir den Kreis verlassen, dann verlassen wir auch den Kampf. Das war's! Stirb! Hey, was? Ich will die alle nebenbei einfach mitsterben. Stirb, du Wurm! Nice. So, und tatsächlich haben wir was zum Upgraden noch. Mache ich das jetzt noch schnell. 3 Sachen können wir uns aussuchen. Das würde dann auf Maximum gehen tatsächlich, aber ich glaube... Pfeilmenge, Nahkampfschaden, Gesundheit. Ich glaube, ich nehme eher den Nahkampfschaden erstmal, oder? So, wie viel brauchen wir für die letzte Stufe? 30. Gott. Wahrscheinlich für jede Stufe 30. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 5 mal 20 sind 100. Plus wahrscheinlich 6 mal 30 sind 1000. 1000 nochmal, genau. 130. 180. Also 279 von diesen Dingern brauchen wir jetzt noch, oder was, um alles zu upgraden. Also ich hoffe, da gibt es noch eine andere Möglichkeit als die 3 Stück, die immer bei denen hier droppen. Aber sei es drum. Wie gesagt, wir reisen nächste Folge zu den ganzen Fragezeichen da oben. Whoa. Und zu den beiden Hauptquests machen wir weiter. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.